Hallo zu den Impressionen der Wasserlichtspiele, wollte ich schon sagen, des Wasserlichtkonzerts in Planten und Blumen in Hamburg. Planten und Blumen ist plattdeutsch und heißt Pflanzen und Blumen und es ist wirklich ein wunderschöner Park im Herzen Hamburgs. Im Sommer, also genau gesagt von Mai bis zum Ende September, finden da regelmäßig abends, wenn die Sonne untergegangen ist, die Wasserlichtkonzerte statt mit Lichtorgel und Wasserfontänen, bunt angestrahlte Wasserfontänen. Dazu erklingt dann eben auch Musik und diese Fontänen tanzen im Takt zur Musik, mal ein bisschen blumig ausgedrückt. Die Wasserspiele tagsüber gibt es auch. Die finden immer um 16 und um 18 Uhr statt, tagtäglich. Im Juni findet dieses Wasserlichtkonzert abends um 10 statt. Das dauert so eine halbe Stunde etwa. Es werden in diesem Jahr wunderschöne Musikstücke gespielt, also Filmmusiken und Tschaikowski, Rachmaninow, Mendelssohn, Bartholdy, Karneval der Tiere. Und dann gibt es Arrangements von Héctor González Pino. Im September finden die Wasserlichtkonzerte um 21 Uhr statt. Übrigens noch ein Tipp, im Sommer gibt es auch sonntags immer, manchmal auch unter der Woche Konzerte am Musikpavillon. Open Air und umsonst, das ist auch immer ein Ereignis, ganz unterschiedliche Musikrichtungen kann man da hören. Es gibt Gospel-Konzerte, dann gibt es auch Klassik, dann Jazz, Weltmusik, Polizeiorchester, alles Mögliche. Es gibt dann auch so Tanzaufführungen, also das ist in jedem Fall immer ein Besuch wert, dieses Planten und Blumen. Ich kann es nur empfehlen. Viel Vergnügen!